Hallo Leute, und hier sind wir wieder bei Half-Life 2 mit Hier mir, lang, Gordon. Imara. Und ja, das Wir letzte. helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor, durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Ja, die dumme Tussi unterbricht mich ständig beim Reden, wie schon beim letzten Mal. Komm, ich Oh spendiere einen. yeah, saufen! Klang. Nein, das letzte Mal haben wir ja schon angefangen, Und uns auf die übrigens, Suche zu machen nach dem nett, dich Prof. endlich kennenzulernen. Und sind da auf dieses junge Mädel gestoßen. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wir sind im Labor angekommen. Verflixt doch mal. Wo ist die hin? Lamar, komm raus da. Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast Ich vermuten, schau dass mich die erst Warnung mal sie um. gefangen und... Was ist das? Meine Güte, Gordon Freeman. Ist das Oh, cool. zufällig? Ich fand den Ein passend, den Kaktus. Streuner. Ist schon ein Tun nicht gut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht Warte selten mal, in hier ist so ein Schwierigkeiten Loop. bringt. Dip, dip, dip. Ich muss sagen, Warte, Gordon, warte. dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Cool. Dieser Durchbruch ist allein Ihr Werk, Doktor. Unsinn. Das ist einer unserer besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Warte. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Was ist los? So? Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Und? Arbeit. Und? Und? Klappt das? Ja, Das ist so cool. Ich kann dies ist ein teleportieren. bedeutender Moment. Wir bauen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Das funktioniert? In echt diesmal? Oh, nice. Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze? Wir haben seitdem viel dazugelernt. Sehr viel. Katze? Was für eine Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Wieso? Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst. Aber okay. Was für Klamotten? Sind meine nicht schick oder was? Wenn ich im rosa Tütü rum. Das wäre doch mal was. Gordon Freeman im rosa Tütü. Oh, diese Klamotte kommt Na mir schon also. Bekannt vor. Ah, verdammt, Alien. Mir ab. Alien! Lamar, da bist du ja. War das Viech nicht erledigt? Hm? Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich, Gordon. Aha. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Sehr schön. Erfolglos. Ich will es nicht mehr sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar. Die gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage Lol. Dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Vor allem. Ha, mit Glück noch länger. Barney, du kannst nicht mit Geht dir. Geht lang. Krasse Scheiße. Ich will mal in einen Zug haben. Los, gib ihn mir. Lusche. Ha. Nun, Gordon, auf geht's. Schlüpf in den Schlüpf. Voll geschlüpft. Ja, nun haben wir endlich wieder den typischen Gordon Freeman-Anzug. Ich sehe, Gordon, dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Ja, ha? Zumindest teilweise. Lass meine Wuppelwumpe aus dem Spiel. Ein paar Änderungen vorgenommen, aber dies ist das Wichtigste. Also... Ich will Dinge drücken. Warum geht hier nichts? Der Mark V-Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Labortasche. Oh je. Doch, dafür ist keine Zeit. Dann wenigstens den Anzug aufbauen. Gute Idee. An der Wand ist ein Ladegerät. Du kannst deinen Anzug jetzt an Combine-Ladestation aufladen. Die gibt das an... Ja, die hier. Die kennen wir schon aus dem ersten Teil. Und damit seht ihr, wie unten links meine Anzeige aufgeladen wird. Geht aber immer noch zu einem bestimmten Teil, bis sozusagen die Ladestation entladen ist. Was gibt's hier? Man kann ja mal schauen, vielleicht gibt's irgendwas gratis. Gratis Schoki oder so ähnlich. Das weiß ich. Vor allem. Dr. Kleiner wartet. Schönes Bild. Hübsch. Okay. Da ist jemand durchgestrichen. Lol. Was geht hier ab? Was machst du da? Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen, ja? Ich sag, bist okay. Du
Ja, Eli, es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit, von Start? Wir sind hier alle bereit. Wir sind alle bereit. Zu viel gekifft. Also, dieser Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameter stehen auf CY-Basis und LG-Orbifold einschließlich über. Großes Maschinchen. Erinnert mich ein bisschen an Portal. Hey, ja, wegen der Katze. Initialisierung in 3, 2, Katze? Wieso? 1. Was hast du jetzt mit der Katze? Oh, verflixt. Was nun? Ja? Warum ist der Stecker auf einmal raus? Doktor, der Stecker. Oh ja, du hast recht. Gordon. Ja. War logisch irgendwie. Ausgezeichnet. Und was ist jetzt mit Katze? Womit hätte ich den Schalter? Cool. Sehr gut. Schlusssekunde. Voll geschaltet. Beginnt jetzt. Okay. Ich finde die Untertitel gerade sehr lustig. Okay, haha. Schreit beim Fallen. Interesting. Und hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Oh, Gott sei Dank. Cool. Was bin ich erleichtert? Gute Arbeit, Izzy. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr... Ja, ich habe einen Schalter gedrückt. Ich bin voll der Genie. Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Ja, ja, ja. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Mhm. Okay, Barney. Bin voll der Checker. Uff, danke. Sobald du deine Position schub's nicht. Ische. Da geht's echt nicht. Ah, zerquetscht. Ausgezeichnet. Initialisierung in 3, 2, 1. Barney, wärst du so nett? Viel Glück da draußen. Okay. Ganz sehr interessant. Es kann losgehen, Gordon. Jetzt werde ich auch teleportiert. Oh, ja. Viel Glück für die Zukunft. Schlusssequenz. Was? Was ist denn? Katze! Ist dein Schoßkirchen, das verdammte Viech? Oh nein! Was? Okay. Hallo, lass mich raus. Vor allem. Wo bin ich? Du kannst doch nicht einfach reinwarten, es würde dich aufschädeln. Apfelsine. Was ist los? Wenn ich nur wüsste, es gibt unerwartete Interferenzen. Unerwartet? Da ist er. Die Katze ist reingesprungen. Was kann da unerwartet sein, dass da irgendwas schief geht? Gordon Freeman. Ich hab Angst. Vor allem, wo bin ich jetzt? Hier. Gordon, du musst hier raus! Los! Runter, weg da! Ich komm dich holen! Jetzt soll ich hier raus. Ah, ich bin raus. Da weg. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn die mich sehen. Okay, das war auf jeden Fall so nicht geplant, würde ich mal meinen. Ja, gehen wir durch den Ausgang. Das wäre eine ganz gute Idee. Und hört auf, mich zu fotografieren. Ich bin doch kein Shootingstar. Schweinerei hier. Ah! Wo muss ich hin? Gehen wir hier lang. Tipp, tipp, tipp. Wo bin ich? Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin irgendwie außerhalb des Labors, was, denke ich mal, nicht ganz so günstig ist, weil es hieß ja, ich soll lieber nicht rausgehen. Türengeräusch. Wo muss ich hin? Hey, Gordon. What? Oh. Die Zitadelle ist alarmiert. Das ist das reinste Wespennest. Super. Power City 17 ab, solange es noch geht, Gordon. Nimm die Kanäle. Sie führen zu Elis Labor. Ist zwar gefährlich, aber es gibt ein Netzwerk von Flüchtlingen. Die helfen, wenn sie können. Okay. Ich gehe mir gern mit, aber Dr. Kleiner braucht mich hier. Ich habe Angst. Angst. Oh, Angst. Bevor ich vergesse. Angst. Angst. Ich habe Mesa gefunden. Brechstange. Yippie. Viel Glück da draußen, Kumpel.
Du wirst es brauchen. Die kennen wir doch nur zu gut. So. So. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich, denke ich, hier wegkomme. Am besten ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Hatte ich nicht auch eine Taschenlampe? So. Die Dinger sind nie ganz praktisch für mich. Von daher gleich mal kaputt machen. So. Okay, wo geht's lang? Scheiße. Und da schießen sie schon auf mich. Da rein? Oh, shit. Ich bin rausgefallen. Ah, lass mich. Okay. Ah, hier geht's raus. Scheiße! Wow! Ah. Alter, das war knapp. Der Zug, der hat mich jetzt fast mitgenommen. Ich glaube, das wäre ungesund gewesen. So, wo lang? Wo lang? Okay. Ah. Fuck, fuck, fuck. Ist natürlich fies, dass die auf den Zugdächern stehen. Und ich mich hier durchboxen muss. Wow! Ah. Shit, shit, weg! Ah. Das ist... Schnell, lauf! Dreck! Verfolgen die mich? Ich sehe nix. So eine Taschenlampe ist immer ganz praktisch. Und das geht ganz schön Schlag auf Schlag los, würde ich meinen. Meine Gesundheit ist zum Glück noch nicht allzu sehr abgefallen. Allerdings, die Schutzfunktion meines Anzugs ist schon ein bisschen weiter runter. Aber, wie ich sehe, wir haben hier eine Heilung. Ah, okay, das nützt mir nichts, um den Anzug aufzunehmen. So, Fresse poliert. Sie werden dich jetzt suchen. Ja, die suchen mich eh. Okay, da gehe ich mich gleich nochmal ganz kurz davor, dass ich wirklich auf 100% bin. Das ist nämlich immer ganz praktisch. So, und jetzt habe ich endlich eine Knarre. Und mein tolles Brechstänkchen. Das wird mir noch ordentlich helfen, denke ich. So. Warte, ich guck nochmal hier. Vielleicht liegt hier noch Muni. Darauf muss man nämlich hier auch immer schön achten, dass man ja die Muni mitnimmt. So. Geh ich hier lang? Nein. Yeah. 3 und 4. Einer getroffen. Arbeitskraftzentrale. 9. So, wo geht's denn hier lang? Scheiße, Außenwelt. Headshot! So, okay. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Okay, wo muss ich hin? Wo muss ich? Statusverweigerung in dieser Gegend. Reagieren, isolieren, untersuchen. Irgendwie kann ich auch zoomen. Okay, ob mir das beim Schießen was nützt, weiß ich noch nicht so ganz. Achtung, Schutzteam. Statusverweigerung. Ah, da kommt ein Zug. Reagieren. Wo muss ich hin? Ich denke, ich muss irgendwie da rüber, aber... Lass mal warten, bis der Zug vorbei ist. Oder auch nicht. Das könnte mir natürlich auch nützlich sein. Ha! Sehr gut. Ups. Oh, shit, 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 shit. Deckung, ich brauche Deckung, verdammte Scheiße. Yes! Okay. Okay. Der ist hin. Shit, shit.
So. Okay, Munition und Medikit, das ist immer echt praktisch, sowas zu finden. Gucken. Okay. Nein. Ach Scheiße, da kann ich nicht schießen. Vor allem mit einer Pistole auf die Distanz ist ja ganz fies. Also echt. Okay. Bei den Fässern musste man aufpassen. Das sind die, die ich vorhin in die Luft gejagt habe. Bitte bestätigen Sie Ihren Bürgerstatus sofort bei der nächsten Schutzeinheit. Okay, von wo aus hat das vor uns geschossen? Fuck! Da. So. Jetzt muss ich mal eben in die Luft jagen, damit ich hier lang komme. Achtung, Schutzteam. Statusverweigerung in dieser Gegend. Ist da was drin? Oh yeah! Wo schießen die denn schon wieder? Achtung! Oh, vor allem. Ich einen Posten. So. Okay, die sollten. Die sollten erledigt sein. Ist hier auch was drin? Nee, da ist nichts drin. Ja, Kisten kann man nämlich auch zerstören und wenn man Glück hat, ist was drin. Ich glaube, das sind aber irgendwie nur solche mit Aufdruck, aber ganz sicher bin ich mir da jetzt noch nicht. Und da kommen sie schon wieder. Alter! Auf wegzulaufen, Lusche. Ah! Oh. Geht sterben, ihr Schweine. Komm. Okay. Wie viele sind das denn? Alter! Warte, ducken, ducken. C? C. Gar nicht so unschwierig, ja. Wir haben erstmal ein kleines Versteck gefunden. Und an dieser Stelle machen wir auch erstmal wieder einen kleinen Cut und sehen, was beim nächsten Mal Schönes passiert. Bis dahin, eure Ima. Tschüss.